1,88 Meter groß, geboren in Nürnberg und zu Hause im Boxring. Christian Krstačić steht seit rund 25 Jahren im Ring. Seine ersten sportlichen Schritte hat er aber auf anderem Terrain gemacht. Ich habe Sport geliebt, ich habe angefangen mit Tanzen. Das habe ich gemacht bis 14 Jahre, 13, 14. Dann kam ich Taekwondo, das war mir zu soft. Dann Kickboxen, naja, und dann kam ich durch meinen Trainer, also Amateurtrainer, der hat zu mir gesagt, ich sollte mal Boxen anfangen. Ich wollte aber Kickboxen, habe ich mich verletzt am Knie, am Bein. Und dann habe ich halt angefangen zu boxen ein bisschen. Und dann ging es schnell, irgendwie ein paar Kämpfe und dann. Doch die Karriere des Sportlers verlief nicht immer nach Plan. 2008 hatte der Deutsch-Kroate einen Motorradunfall, danach war sein Knie ein Totalschaden. Nach 3 Monaten im Rollstuhl und einer einjährigen Reha kämpfte sich der Boxer aber zurück. Teil meines Lebens, ich liebe es, man muss es lieben. Ich habe immer vom Boxen geträumt, ich habe nicht nur trainiert, sondern ich habe es geliebt, im Training zu sein. Ich wollte mich verbessern, ich wollte immer weiterkommen. 2010 gibt Krstačić sein Profidebüt. 8 Jahre und 16 Kämpfe später wird der Boxer Schwergewichtsweltmeister des Verbandes WBU. In 20 Profikämpfen konnte er 18 Siege einfahren. Boxen ist für ihn eine vielseitige Sportart. Boxen ist so ein Ganzsportart. Sprich, ich tue Schwimmen, ich tue Laufen, ich tue Krafttraining machen. Also das ist ein All-in-One-Training. Also, und es hat mich immer fasziniert, weil du natürlich, man will sich messen, man will sich mit den Besten messen. Aktuell trainiert der 42-Jährige für seinen letzten Kampf. Dann trainiere ich auch 2-mal am Tag, sprich einmal Kraft- und Ausdauertraining, dann am Abend Technik, dann Pratzentraining. Und dann, wenn alles passt, dann gehen wir zur anderen Phase, Sparringsphase. Krstačić war Boxprofi in den USA. Dort konnte er von seinem Sport leben. Anders ist es in Deutschland. Es gibt schon gute Leute, aber hier wird man viel zurückgehalten. Also man muss mehr riskieren, finde ich. Und natürlich Sponsoren, das ist immer eine große Sache beim Sport gewesen, weil die Boxer leben von Sponsoren. Auch nach seiner Karriere bleibt Krstačić dem Boxen treu. In seinem Studio in Fürth gibt der Ex-WBU-Weltmeister Kurse für Jung und Alt. Boxen wird für ihn also immer ein Teil seines Lebens bleiben.